Ganz schön viel los im Bikerpark Königsberg gleich nach der Eröffnung. Der innovative Radschlepplift ist nach kurzer Einschulung kein Problem. Der Bügel wird am Lenker eingehängt und um 90 Grad verdreht. Den grünen Gummibügel hält man locker mit einem Finger. Beim Ausstieg lässt man dann den Bügel los und das Rad ist wieder frei. Unkomplizierter als im Winter. Entspannt geht's den Berg hinan. Auch für die Minibiker ist eine eigene ebene Strecke angelegt. Wir haben jetzt einmal den oberen Streckenteil auf Film gebannt und einige spektakuläre Szenen eingefangen. Empfehlenswert ist es, sich an die Strecke heranzutasten. Und was sagen die Champions dazu? Sehr gut. I'm from Amsterdam. Amsterdam. You have in Amsterdam no mountains. We have no mountains. Oh, okay. It's very nice here. It's really nice. Good park. And this park is a super new park. Wir sind von Master of Dirt, ein Teamfahrer und ich bin der Chef und wir sind sehr beeindruckt. Geht echt geil zum Fahren. Nicht viele Schlaglöcher, ich hoffe, das bleibt auch immer so präpariert, weil das trennt die Spree vom Weizen. Mir persönlich sind Schlaglöcher zwider und hier fahrt man einfach smooth durch, geilste Steilkurven und ich hoffe, das bleibt so. Wo kommt ihr her? Aus Wien. Aus Wien? Aus Unterstinkenbrunn. Unterstinkenbrunn? Im Weinviertel. Ja. Aus Wien. Unterstinkenbrunn. Also dann, alles Gute. Danke. Willkommen im Ibstal.